Herr Kollege Dr. Grobe, herzlichen Dank. Auch das war Ihre erste Rede in diesem Parlament. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, wir fahren fort in der Debatte. Ich rufe nun auf den Vorsitzenden der FDP-Fraktion, den Kollegen René Rock, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Regierungserklärung heute Morgen von Ministerpräsident Bouffier war sehr ausführlich. Dennoch habe ich etwas vermisst. Ich habe etwas vermisst, gerade im Eingang der Regierungserklärung. Ich habe vermisst, Herr Ministerpräsident, dass Sie sich einmal kurz mit dem Wahlergebnis auseinandergesetzt haben und der Botschaft, die womöglich die Bürgerinnen und Bürger an die Landesregierung gesendet haben, und die war sicherlich nicht ein Weiter-so. Diese Landesregierung, die Freien Demokraten, haben ein sehr gutes Wahlergebnis und haben auch ihre Mandate fast verdoppelt. Das kann man, glaube ich, von der Union so nicht sagen, Herr Generalsekretär. Von daher sind wir eigentlich ganz zufrieden. Wir haben festgestellt im Wahlkampf, dass die Union mit einigen Themen in besonderer Weise versucht hat, Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Wir haben das im Wahlkampf schon intensiv hinterfragt, mit welchen Themen Sie dort die Menschen überzeugen wollten. Aber Sie haben klare Aussagen getroffen im Wahlkampf zu einigen Themen, Herr Ministerpräsident. Das war z. B. auch zu dem Thema Dieselfahrverbot. Da haben Sie eine klare Aussage getroffen, dass Sie diese verhindern wollen. Dann hat diese Landesregierung selbst jetzt einem Vergleich zugestimmt und wird in Ihrem Luftreinhalteplan ein Dieselfahrverbot in Darmstadt aufnehmen. Wie würden Sie das nennen? Wie würden Sie das nennen? Auf der einen Seite zu sagen, wir wollen keine Dieselfahrverbote und am nächsten ein paar Monate später selbstständig welche zu übernehmen. Sie haben im Wahlkampf immer wieder gesagt, Sie sind für die sicheren Drittstaaten. Sie haben klar gesagt im Wahlkampf, Sie sind für die Drittstaatenregelung, die sicheren Herkunftsstaaten. Der stellvertretende Ministerpräsident Al-Wazir hat herumgedruckst. Er hat nicht gesagt im Wahlkampf, er will es auf keinen Fall, aber schwierig, schwierig. Der Ministerpräsident hat deutlich gemacht, ich bin für die sicheren Herkunftsstaaten. Das ist etwas Wichtiges, was wir brauchen. Auch da haben wir ja heute ein deutliches Rückrudern gesehen. Ich habe Ihnen das sowieso nicht abgenommen und Herrn Al-Wazir schon gar nicht. Auch da haben Sie die Wählerinnen und Wähler nicht die Wahrheit gesagt im Wahlkampf. Und das ist schade und schlecht für unsere Demokratie. Ich habe es gestern auch schon einmal gesagt. Die Energiepolitik, ein heiß umkämpftes Thema in unserem Land. Es gibt kaum ein Thema, zu dem es mehr Bürgerinitiativen in unserem Land gibt. Über 100 Bürgerinitiativen, die in unserem Land gegen ihre falsche Energiepolitik ankämpfen. Und dann haben Sie in Ihr Wahlprogramm übernommen die 10-H-Regel. Sie haben klar gesagt, Sie wollen den Windkraftausbau in unserem Land begrenzen. Das war Ihre Wahlkampfaussage und in einer Intensität im Odenwaldkreis und anderen Landkreisen vorgetragen. Nichts davon ist geblieben. Sie haben die Menschen in diesen Landkreisen hinter die Fichte geführt oder hinter das Windrad geführt. Und Ihre Abgeordnete, Frau Funke aus dem Odenwaldkreis, hat in ganz besonderer Art und Weise öffentlich sich gegen diese Energiepolitik ausgesprochen und sorgt jetzt mit ihrer Stimme für eine Mehrheit dieser Politik. Und das bei einer so knappen Mehrheit. Da sollten Sie sich schon einmal hinterfragen, wie stabil ist die Mehrheit in der Bevölkerung dieser Regierung und was müssen Sie überlegen, wie Sie künftig hier mit diesem Landtag umgehen und auch wie Sie Politik hier vortragen. Das müssen Sie hinterfragen. Und da hätte ich mir ein paar Worte hier gewünscht von Ihnen, Herr Ministerpräsident. Und ich will auch noch einmal auf meine Kollegen von den GRÜNEN eingehen. Wir haben es ja gestern schon gesagt. Sie fordern hier immer Objektivität. Sie fordern hier immer Fakten ein. Sie sprechen sich gegen Fake News aus, und Sie wollen immer wieder deutlich machen, Sie sind doch hier diejenigen, die die Wahrheit hier vorne aussprechen. Ich habe es gestern schon einmal gesagt. Ich halte es noch einmal hoch. Das ist eine Tabelle aus dem Umweltministerium, Ihrem Umweltministerium, Ihrer grünen Umweltministerin.
Ihre Energiepolitik in Hessen. Ihre Energiepolitik in Hessen führt nicht zu CO2-Einsparungen. Sie führt nicht zu CO2-Einsparungen, und die Windenergie ist 1,3 des Endenergieverbrauchs. Darum sind diese Hunderte von zusätzlichen Windrädern kein wirklicher Beitrag, um die CO2-Belastung in unserem Land zu reduzieren. Und Sie sind bei der Energiepolitik auf dem falschen Weg. Halten Sie an und überdenken Sie diese Politik. Und, Herr Wagner, das ist ja wirklich ein schöner Versuch bei der Frage der Noten. Aber auch da muss ich Ihnen ehrlich sagen, Sie kommen hier vor. Sie haben einen triumphierenden Artikel als GRÜNE in der Medienlandschaft platziert hier in Hessen, kurz bevor die Zeugnisse ausgegeben worden sind, um künftig zu sagen, das mit den Noten, das wird künftig anders in Hessen. Da haben Sie bei der Bevölkerung hier einen klaren Eindruck ausgelöst. Einen klaren Eindruck. Und seit Sie das gemacht haben, ist hier plötzlich alles am Zurückrudern. Alles am Zurückrudern, und Sie haben auch keine klare Aussage hier getroffen. Und wenn Sie fragen, manche, die hier im Plenum sind, wie nah die an der Schulpolitik sind, in welchen Schulen die waren, ich war letzte Woche Donnerstag in einem Elternabend, nämlich kurz nachdem Sie Ihren Artikel lanciert hatten. Und da war Verwirrung bei den Lehrern und bei den Eltern. Da waren Ängste, da waren Erwartungshaltungen. Da wurde plötzlich diskutiert, was passiert denn, wenn die Noten wegfallen. Da haben die Lehrer gesagt, was, da müssen wir noch mehr Verwaltungsaufwand betreiben. Wir diskutieren hier seit Monaten, seit Jahren die Überlastung der Lehrer in unserem Bundesland. Und alle sagen, wir müssen die Lehrer von bürokratischer Aufgabe entlasten. Das können Sie doch nicht ignorieren. Und wenn wir das kritisieren, dann ist das gerechtfertigt. Und wir haben dazu eine Anfrage gestellt, Herr Wagner, und wenn Sie die gelesen hätten, dann wüssten Sie auch, dass wir sehr wohl wissen, worüber wir reden. Hier vorzugehen, Herr Wagner, und zu sagen, ja, Ihre Kultusministerin hat ja die selbstständige Schule auf den Weg gebracht, das stimmt. Und dass das der § 127 im Schulgesetz ist, das stimmt. Aber hier geht es ja nicht um die selbstständige Schule, sondern hier geht es um § 73 und § 74 Hessisches Schulgesetz. Da geht es nämlich um die Noten in unserem Land. Und wir wollen wissen, wollen Sie an diese beiden Paragraphen gehen? Wollen Sie da etwas ändern? Weil dann wird es entscheidend für die Notengebung. Und das ist die Frage, die wir stellen. Und wo Sie in der hessischen Schullandschaft Verwirrung zumindest ausgelöst haben. Und falls Sie jetzt zurückrudern, ist das ja gut so. Falls Sie aber an die § 73 und 74 gehen, dann werden wir das noch einmal auf einem ganz anderen Niveau hier in diesem Plenum diskutieren. Aber Ihr Auftreten, Herr Wagner, hat nicht zur Beruhigung der Eltern beigetragen. Und es hat nicht zur Klärung beigetragen, weil Sie immer noch nicht gesagt haben, was haben Sie denn jetzt eigentlich vor? Was wollen Sie denn eigentlich machen? Wir warten auf die Anfrage, dann unsere Anfrage, die können wir öffentlich verwenden. Das können wir öffentlich verwenden. Sie haben hier nichts dazu gesagt. Wollen Sie an die § 73 und 74 gehen? Wollen Sie die Schulen und die Notengebung verändern in unseren Schulen? Oder war es eine Zeitungsende, die Sie in die Zeitung gebracht haben? Und es ist genauso wie bisher, und es ändert sich eben nichts. Irgendwas haben Sie doch verkündet, und irgendwas muss doch am Ende bei der Notengebung passiert sein oder eben nicht. Dann haben Sie halt die Leute in die Füße geführt und haben viel Welle geschaffen, ohne dass nachher irgendeine Substanz dahinter ist. Das werden wir sicherlich hier im Hessischen Landtag auch noch ausführlich beraten. Aber ich sage Ihnen, es ist leicht, mit dem Finger immer auf andere zu deuten. Bleiben Sie doch bitte bei den Fakten. Liebe Freunde von den GRÜNEN, tragen Sie an dieser Stelle zur Transparenz bei den Bürgern bei und verwirren Sie Bürger nicht. Versuchen Sie nicht hier mit Ablenkungsmanövern und falschen Zuordnungen von Schulinitiativen dann auch noch andere irgendwie zu diskreditieren, sondern wir wissen schon, worüber wir reden. Wir wissen, worüber wir in der Schulpolitik reden, weil das eine Kernkompetenz in der Landtagsfraktion der FDP ist. Und deshalb brauchen wir auch Ihre Belehrung nicht, sondern sagen Sie lieber, was Sie wollen, und beruhigen Sie die Menschen zu Hause, damit die noch wissen, wie ihre Kinder künftig bewertet werden und auf was sie sich künftig einstellen müssen. Vielen Dank. Aber wenn ich das einmal zusammenfasse, Thorsten Schäfer-Gümbel hat das ja schon heute Morgen ausgeführt. Diese Landesregierung hat 1.000 Stimmen Mehrheit. Ich habe gesagt, wie Sie sich im Wahlkampf verhalten haben. Ich meine, wir alle wissen, der lange Sommer, das schöne Wetter hat eine Klimadiskussion ausgelöst in Hessen, getrieben auch von vielen entsprechenden Veröffentlichungen.
und das hat Ihnen natürlich auch geholfen in Ihrem Wahlkampf. Bitte bewerten Sie das nicht für sich selbst als eine Bewertung der Leistung, die Sie hier im Hessischen Landtag abgeliefert haben. Sie haben halt ein bisschen Glück gehabt. Das schöne Wetter hat Ihnen geholfen bei dieser Regierungsbildung. Sie sind eine Schönwetterregierung. Das ist auch etwas Schönes. Aber das berücksichtigen Sie bitte bei der künftigen Einbringung der Vorlagen hier in unserem Landtag. Weil aus meiner Sicht ist diese Regierung gerade noch einmal davongekommen. Sie ist auf Bewährung. Und wir werden das genau einfordern. Wir werden auf die Finger schauen. Und ich bin mir sicher, dass diese Mehrheit, die Sie hier darstellen, dass die diesmal nicht so komfortabel ist und dass sie hier nicht durchregieren werden wie die letzten 5 Jahre. Das kann ich Ihnen zusichern. Damit habe ich schon einmal, glaube ich, deutlich gemacht, was ich mir gewünscht hätte. Ich hätte mir ein "Wir haben verstanden" gewünscht. Es gab Politiker in unserem Land, die haben das auch einmal so gesagt. Ich habe verstanden, ich weiß, ich muss etwas verändern. Das genaue Gegenteil haben wir heute hier erlebt. Wir haben ein gnadenloses Weiter-so mit deutlich mehr Grün erlebt. Ein gnadenloses Weiter-so mit deutlich mehr Grün. Und das bedeutet, Sie haben nichts verstanden. Und das erinnert mich an eine Politikerin in Berlin, die auch nach einer Wahl gesagt hat, ich verstehe gar nicht, was ich falsch gemacht haben könnte. Bitte gehen Sie noch einmal in sich und überdenken Sie Ihre politische Linie und das, was Sie in knapp 200 Seiten in diesem Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben, weil das ist viel zu wenig für die Herausforderungen, die vor uns liegen. In diesem Koalitionsvertrag kann ich nicht erkennen, dass Sie eine ernsthafte Analyse der Schwächen in unserem Land durchgeführt haben. Eine ernsthafte Analyse der Schwächen in unserem Land, die in jeder Bildungsstudie, die in jedem Wirtschaftsgutachten, die in jedem Ranking immer wieder deutlich wird, dass wir großen Handlungsbedarf haben. Wir sacken von der Spitzengruppe immer mehr ins Mittelfeld in vielen Bereichen ab. Und das ist ja nicht die Spitzengruppe in der Welt, das ist nicht die Spitzengruppe in Europa, das ist die Spitzengruppe in Deutschland. Das ist die Spitzengruppe in Deutschland, und dort rutschen wir Stück für Stück immer mehr ins Mittelmaß zurück. Da ist Handlungsbedarf, und das ist in Ihrem Koalitionsvertrag nicht zu erkennen. Und es ist ja nicht nur, dass die Analyse fehlt. Bei dem, was Sie dann vortragen, auf fast 200 Seiten, wovon 70% Prosa ist, wo man wirklich mit dem Textmarker durchgehen muss, damit man mal auch eine klare Aussage findet. Wenn man mal eine Zahl findet, dann ist es wieder die obligatorische Landesregierungszahl, 5 Milliarden, 10 Milliarden, 3 Milliarden, in wie vielen Jahren, aber nichts, was man wirklich konkret verwenden kann. Das sind Luftbuchungen in so einem Koalitionsvertrag. Da haben Sie 4 Jahre, 5 Jahre versucht, hier irgendjemanden zu beeindrucken. Das glaubt Ihnen doch überhaupt niemand mehr, diese Luftbuchung, dieses Zusammenzählen von irgendwelchen Geldern, die Sie sowieso schon irgendwo ausgegeben haben. Es ist nichts Konkretes zu erkennen in Ihrem Koalitionsvertrag. Und vor allem, es ist keine Hierarchie. Es ist keine Hierarchie der Aufgaben zu erkennen. Es ist alles gleich wichtig. Bei Ihnen ist alles gleich wichtig. Und das kann nicht richtig sein. Politik ist Prioritätensetzung. Menschen wählen uns für Inhalte und für Prioritätensetzung. Wir müssen für etwas stehen, und wir müssen auch sagen, was ist das Wichtigste, was ist das Zweitwichtigste und was ist das Drittwichtigste. Wenn alles gleich wichtig ist, dann brauchen wir keine Politik. Dann brauchen wir einen Briefkasten, wo jeder reinwirft einen Brief, was er gern hätte, und dann sagen wir, alles ist gleich wichtig, dann verteilen wir das Geld auf alle Anliegen gleichmäßig und schauen mal, wann sie alle erfüllt sind. Das ist doch keine politische Gestaltung, und das ist kein politischer Gestaltungsanspruch. Es gibt keine Prioritätensetzung in Ihrem Koalitionsvertrag, und das ist absolut falsch. Und wir wissen ja, es ist mehrfach heute hier angeklungen, Sie hören es in jeder Tagesschau, in jedem Beitrag im Fernsehen. Unser Land ist im Umbruch. Die Welt ist im Umbruch. Jetzt sind wir hier der Hessische Landtag und nicht die UN. Wir sind auch nicht der Deutsche Bundestag oder der amerikanische Kongress. Aber auch wir hier in Hessen, unsere Bürgerinnen und Bürger, werden von diesem Umbruch betroffen sein. Wir werden von diesem Umbruch betroffen sein. Und deshalb müssen wir versuchen, im Rahmen dessen, den wir eben haben, diesen Umbruch auch zu gestalten. Und Sie haben von einem großen Staatsmann gesprochen, der gesagt, und da haben darauf Bezug genommen. Ich will mal sagen, wir haben die Herausforderung, einen Umbruch zu gestalten, einen technologischen Umbruch, einen gesellschaftlichen Umbruch durch die demografische Entwicklung, also komplett veränderte
Gesellschaftsstrukturen. Wir haben einen Umbruch zu bewältigen, auch im Hinblick auf die demokratischen Institutionen, die unter Druck geraten in unserem Land. Die liberale Demokratie ist unter Druck. Die liberale Demokratie ist unter Druck. Und da kann ich nur sagen, wenn wir diesen Umbruch und diese Veränderung nicht positiv aufnehmen und versuchen, dem Rechnung zu tragen, indem wir uns eben deutlich bekennen zur Veränderung und deutlich auch bekennen zu dem, was wir erhalten wollen. Wir wollen in der Digitalisierung Fortschritt zeigen. Wir wollen natürlich den demografischen Wandel bewältigen, sodass alle Menschen auch die Lasten vernünftig verteilen können und dass das Altwerden auch wirklich etwas Schönes ist in unserem Land. Aber wir wollen unsere Demokratie erhalten. Wir wollen unsere liberale Demokratie erhalten. Das ist für uns eine Kernaussage. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht gewesen, als ich in Ihrer Rede gehört habe, die Demokratie braucht keine Helden. Also Helden ist ein antiquierter Begriff. Aber es ist doch klar, dass jeder von uns hier in besonderer Weise gefordert ist, jeder Abgeordnete im Hessischen Landtag als Vertreter der hessischen Bevölkerung in besonderer Weise gefordert ist, diese liberale Demokratie zu verteidigen. Jeder Einzelne von uns. Ich will nicht sagen, dass wir Helden sind. Ich will aber sagen, dass wir Vorbild sein müssen. Wir müssen Vorbild sein. Wir müssen leben, was diese Institutionen ausmacht. Und wir müssen diese Institutionen jeden Tag persönlich verteidigen. Das ist die Herausforderung, insbesondere für jeden Abgeordneten in diesem Haus, der zu einer liberalen Demokratie steht und der die auch verteidigen will. Das ist, glaube ich, auch noch einmal ein wichtiger Hinweis, den wir hier noch einmal machen müssen. Ihr Koalitions- oder Ihre Regierungserklärung trägt den Titel Aufbruch im Wandel. Fast 200 Seiten Koalitionsvertrag ist dem vorgeschaltet. Ich muss ehrlich sagen, es ist etwas ermüdend zum Teil gewesen, sich durch all das hindurchzulesen, weil einem so ein bisschen der rote Faden gefehlt hat. Es war die Geschichte, die dort erzählt worden ist. Da ist keine Geschichte erzählt worden. Es war eine Aneinanderreihung von verschiedenen Initiativen, Überlegungen. Es fehlte der rote Faden in Ihrem Koalitionsvertrag, aber auch in Ihrer Regierungserklärung. Und Aufbruch im Wandel, das ist ein Anspruch. Das ist eigentlich ein großer Anspruch. Das sind richtig gewählte Worte, Aufbruch im Wandel. Das ist das, was wir wollen. Aber Ihre Regierungserklärung, der Koalitionsvertrag bleibt dem unfassbar weit entfernt. Sie haben dem Anspruch Ihrer Überschrift nicht Rechnung getragen. Das kann man hier, glaube ich, auch feststellen. Und wenn man sich das anschaut, oftmals wird ja auch Politik dann, oder eigentlich immer, wird Politik dann ja auch in Personen manifest. In Personen wird die Politik manifest. Herr Wagner hat gesagt, na ja, er will sich mal überraschen lassen von den Ideen und Initiativen, die von dieser Landesregierung kommen. Volker Bouffier, der Ministerpräsident Hessens, ist mir wohl bekannt. Die Politik ist mir wohl bekannt. Und ich befürchte, er wird es mir wahrscheinlich nicht übel nehmen, und vielleicht wird er das auch für sich selbst in Anspruch nehmen, dass fast jede Rede, die wir erhalten würden, dass ich da schon einigermaßen weiß, was der Ministerpräsident dazu sagen wird. Es wird ihm kaum gelingen, mich hier im Plenum noch einmal bei einem unserer normalen Inhalte tatsächlich zu überraschen. Er wird sicherlich in Anspruch nehmen, dass ich das vielleicht bei ihm auch nicht schaffe. Ich weiß, was ich an Volker Bouffier habe, und ich erwarte gewisse ich erwarte gewisse Dinge nicht von ihm. Ich erwarte gewisse Dinge nicht von ihm. Und es wäre eine echte Überraschung, wenn er die hier auch noch in seiner Amtszeit in diesen 5 Jahren hier noch einmal auf den Weg bringen würde. Und darum habe ich mich auch ein bisschen mehr auf sein Kabinett einmal fokussiert. Und das war schnell rum. Also, was sind ja alles die alten Leute? Das sind ja alle die, die wir auch kennen, für die eigentlich auch gilt, was ich über Volker Bouffier gesagt habe, eigentlich weiß ich genau, was jeder dieser CDU-Minister, wenn er herkommt, zu jedem Thema sagen wird. Ich könnte diese Rede wahrscheinlich vorsprechen. Also Überraschung, Innovation ist zumindest aus diesem Teil des Kabinetts nicht zu erwarten. Jetzt muss man immer bei persönlichen Bewertungen vorsichtig sein. Ich möchte das auch nicht sozusagen menschlich verstanden sehen. Aber ich hatte schon erwartet, dass man vielleicht den eine oder andere Veränderung im Kabinett erleben würde. Ich hätte schon erwartet an dieser Stelle, dass z.B. große Kritik, die an der Amtsführung des einen oder anderen geübt worden ist, oder auch
gewisses Vertrauen, das vielleicht hier im Parlament bei allen Fraktionen nicht mehr so ausgeprägt war, dass das vielleicht dann auch mal aufgenommen würde und es vielleicht eine Veränderung möglich gewesen wäre. Aber genauso wenig, wie Sie die Kraft zu einem mutigen Koalitionsvertrag hatten, haben Sie auch die Kraft gehabt, Veränderungen in Ihrem Kabinett vorzunehmen. Und das ist natürlich schade und lässt nicht erwarten, dass es besser wird in der nächsten Legislaturperiode. Wenn wir jetzt noch einmal die besondere Struktur der Hessischen Landesregierung anschauen, die ja mittlerweile, glaube ich, einzigartig ist in allen Bundesländern, einzigartig ist. Also, ich glaube, ein Küchenkabinett mit drei Staatsministern, also jetzt einmal vier Regierungsmitglieder sitzen in einem Gebäude. Volker Bouffier hat sein eigenes Küchenkabinett. Dann haben wir vier Fachminister der GRÜNEN und vier Fachminister der CDU. Da kommen dann so drei Fraktionen zusammen zu ihrer Sitzung. Also, es ist schon außergewöhnlich, wie sich hier so eine Landesregierung strukturiert. Aber wir werden ja sehen, wie sich das bewährt. Ich finde es nur ist ein bisschen nicht so, wie wir uns die Dinge vorstellen. Ich finde es auch sehr schade, dass man uns ein Digitalisierungsministerium versprochen hat und jetzt erst einmal wir nur eine Digitalisierungsministerin haben. Ich habe ja gesagt, dass wir in dem Bereich die 100 Tage sicherlich einräumen werden. Aber es ist nicht ganz das, was wir erwartet haben für diesen wichtigen Bereich. Vielleicht wird es ja noch. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Aber die Struktur jetzt, die wir vorfinden in dieser Landesregierung, lässt uns nicht besonders darauf hoffen, dass wir Innovation und Fortschritt und Neuerung hier erleben. Eine Personalie will ich hier doch noch einmal ansprechen. Ich bin ja langjähriger Sozialpolitiker hier in diesem Bereich, und es hat mich schon gewundert, die Besetzung des Sozialministeriums, muss ich wirklich sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Sozialminister in den letzten 11 Jahren zu Arbeitsmarkt, zu dem Thema Gesundheit, zu den anderen wichtigen Themen im Sozialbereich, frühkindliche Bildung, dass er, ja, ist nicht da, ist ja, wird ihm bestimmt, er wird es im Protokoll nachlesen, er interessiert sich ja dafür, was ich sage, mit Sicherheit. Und dass der so, dass ausgerechnet Herr Klose, der in 11 Jahren keine einzige Rede zum Bereich Sozialpolitik in diesem Landtag gehalten hat und der auch mir als langjährigen Mitglied im Sozialausschuss noch nie in dem Bereich irgendwie aufgefallen ist, dass der jetzt plötzlich Sozialminister ist. Also da habe ich wirklich gesagt, große Bedenken, ob er dieser besonderen Herausforderung dieses vielfältigen Ministeriums tatsächlich gewachsen ist. Ich hatte gestern nicht den Eindruck, dass er so tief in allen Themen ist. Mal sehen, wie schnell das sich beheben lässt oder ob tatsächlich meine Befürchtungen an dieser Stelle eintreten werden, dass das vielleicht eine unüberlegte Wahl der GRÜNEN war. Vielleicht hätten Sie wirklich das Kultusministerium nehmen sollen und sich das noch einmal überlegen, weil die Sozialexperten, die ich in Ihrer Fraktion kennengelernt habe, da war Herr Klose jedenfalls noch nicht dabei. Und darum habe ich große Bedenken in diesem Bereich, dass wir uns da auf eine gute Entscheidung, oder Sie sich auf eine gute Entscheidung festgelegt haben. Also, wenn ich das zusammenfassen kann, was mir bis jetzt vorliegt, ich habe einen Koalitionsvertrag, ich habe eine Regierungserklärung und ich habe ein Personaltableau gesehen, und ich kann nicht sagen, dass mich das hoffnungsfroh stimmt. Ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, dass Aufbruch in dieser Regierung ist. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass hier in besonderer Weise es einen Schwerpunkt gibt, den ich aus diesen bisherigen Mitteilungen erkennen konnte. Es war viel Allgemeines, alles eine Ebene an Prioritäten. Ich sage jetzt einmal, in dem Bereich Digitalisierung habe ich noch ein bisschen Hoffnung, aber das werden wir natürlich intensiv begleiten. Also das, was jetzt vor uns liegt, ist nicht das, was Hessen braucht. Und darum will ich Ihnen auch noch einmal sagen, das ist ja wunderbar, dass wir heute ein bisschen mehr Redezeit haben. Was braucht denn Hessen? Was ist denn wichtig für Hessen? Und was ist aus Sicht der Freien Demokraten wichtig in Hessen? Unser Land ist in einer besonderen Situation. Ich habe es bereits vorhin gesagt. Und es gibt zwei besondere Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist auf der einen Seite eine gewisse Spaltung in unserem Land, die in jeder Umfrage, die wir auch im Wahlkampf, in unseren politischen Debatten erleben, eine gewisse Spaltung in unserem Land, dass sich immer mehr Menschen ein Stück weit abgehängt fühlen, dass sich immer mehr Menschen auch glauben, dass die Ungleichheit in unserem Land wächst, dass dieses Thema eine Rolle spielt. Und wer das ignoriert, den trifft vielleicht einmal der Spruch eines großen Staatsmannes, der einmal auf deutschem Boden gefallen ist, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wenn wir diese Dinge nicht ernst nehmen, wenn wir glauben, wir könnten die semantisch wegdefinieren, dann wird die Demokratie wirklich Schaden nehmen. Also dieses Thema, was passiert in unserem Land? Wie nehmen die Menschen die Gesellschaft wahr?
wie empfinden Sie den Vorteil, den Sie haben von unserer Gesellschaftsordnung? Wenn wir das nicht ernst nehmen, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Und der zweite Teil, der ist mir auch sehr, sehr wichtig, das ist einfach die Frage, welche Zukunft hat die liberale Demokratie in unserem Land? Der liberale Rechtsstaat, das, was wir schätzen gelernt haben, das unserem Land diesen Wohlstand gebracht hat. Welche Zukunft hat die liberale Demokratie in unserem Land? Denn die ist unter Druck. Sie ist überall unter Druck. Da sieht man, dass ihre Institutionen unter Druck sind. Das erleben wir wie den Umgang der Polizisten, den Respekt vor Richtern, selbst in Behörden. Wir erleben in vielen Dingen, in vielen Bereichen, dass es einen weniger Respekt vor den Institutionen dieser Demokratie gibt. Und die Antwort kann nicht immer nur Repression sein, sondern es geht um Respekt für das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und den Respekt kann man nicht befehlen. Respekt müssen sich Institutionen verdienen, und Respekt muss sich auch Politik verdienen. Und darum ist es auch eine Herausforderung für uns, ob die liberale Demokratie eine Zukunft hat in unserem Land. Und dann möchte ich Sie auch gerade aus der Regierung und vielleicht auch gerade meine Kollegen von den Grünen, da sind ja auch viele Neue jetzt dabei, vielleicht ist ja der eine oder andere Hoffnungsträger jetzt dort hinten auf den hinteren Bänken. Wenn man die Gesellschaft aufteilt in Gut und Böse, dann tut man dieser Gesellschaft keinen Gefallen. Wenn man die Gesellschaft einteilt in Gut und Böse, und liebe Kollegen von den Grünen, es gibt keine Fraktion, die das besser kann als Sie. Bitte überlegen Sie, wenn Sie die Politik so weiter betreiben, was Sie mit unserer Gesellschaft anstellen, wenn Sie das tun. Wenn Sie das Land in gute Autofahrer und in böse Autofahrer einteilen, in Dieselfahrer und in Teslafahrer, wenn Sie dieses Land an dieser Stelle versuchen zu spalten, wenn Sie an dieser Frage moralische Kategorien festmachen, wenn der Familienvater, der sich nur einen gebrauchten Diesel leisten kann, der mit seinen Steuergeldern die Subventionen für den Tesla bezahlt, der erlebt, er kriegt keinen Parkplatz, für das Elektroauto gibt es den privilegierten Parkplatz, er erlebt, dass man da jetzt extra Fahrspuren für die Leute mit dem 100.000-Euro-Fahrzeug dann entsprechend bereitstellt. Wenn Sie eine solche Politik für richtig halten und dem sozialen Frieden in unserem Land gerecht wird, dann kann ich nur sagen, überlegen Sie diese Politik. Es gibt keine guten und bösen Autofahrer. Es gibt Menschen, die müssen Mobilität in Anspruch nehmen, und das machen sie anhand ihrer finanziellen Möglichkeiten, an ihrem Bedarf. Und da sind die klug beraten, sich nicht ihren moralischen Einordnungen unterwerfen zu müssen. Hören Sie auf mit dieser Politik. Genauso bei den Konsumenten. Es gibt keine guten Konsumenten und keine bösen Konsumenten. Es gibt Menschen, die können sich den Metzger nicht leisten. Die gehen zum Rewe. Es gibt Menschen, die können das frische Brot beim Bäcker nicht kaufen. Die gehen eben in einen Markt. Und da ist vielleicht nicht Fairtrade auf dem Essen drauf. Und da ist vielleicht nicht das Bio-Siegel drauf. Die wollen trotzdem günstiges Fleisch essen. Und sie wollen sich nicht sagen lassen, Dem einen ist das Tier egal, wie es geschlachtet worden ist, und der andere ist ein guter Mensch, und der kann sich das nämlich leisten. Hören Sie auf, auch die Konsumenten in gute Konsumenten und böse Konsumenten zu unterteilen. Oder bei den Bauern. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt die einzige Fraktion, die hier einen Bauern in seiner Fraktion hat. Das ist auch ein wunderbares Thema. Es gibt nicht den guten Bauern und den bösen Bauern. Aber Sie mit Ihrer Politik versuchen das ja immer unterzuschieben. Herr Wagner, das sind Sie. Und ich kann Ihnen, ja, also, Herr Wagner, ich merke, dass Sie das nicht ernst nehmen. Und das ist traurig, Herr Wagner. Ich merke, das ist traurig. Sie nehmen es nicht ernst. Sie wissen nicht, was Sie mit Ihrer Art, die Gesellschaft in Gut und Böse einzuteilen, was Sie den Menschen in dem Land am Ende antun. Hören Sie doch einfach auf damit. Vielleicht mache ich mal ein einfaches Beispiel, was auch Sie verstehen. Sie haben es sich schon verdient in Ihrem Verhalten. Der Beton in einer Straße, den bekämpfen Sie. Den Beton in einem Windrad im Naturschutzgebiet, das ist guter Beton, den finden Sie toll. Das ist Gut und Böse, Herr Wagner. Das kann man nur als Ideologe und als jemand verstehen, der die Gesellschaft in Gut und Böse einteilt.
Ja, Sie lachen, ich finde das nicht lustig. Sie sorgen dafür, dass der Arzt kostenlos fährt, die Pflegerin bezahlt, der Lehrer fährt umsonst, der Schüler bezahlt. Nehmen Sie doch einmal wieder den 360-Grad-Blick, schauen Sie auf die ganze Gesellschaft. Fangen Sie nicht an, die Gesellschaft danach zu belohnen, wer nach Ihrem Lebensbild lebt, der kriegt Geld dafür. Da gibt es Geld von der Solaranlage, der kann ins Windrad investieren. Wer Ihre Politik macht, kriegt Geld, der kauft das Elektroauto, der kriegt einen extra Parkplatz, der kriegt eine Förderung. Wer dann sagt, ich kann mir aber nur einen Diesel leisten, der kriegt eine höhere Steuer, der darf nicht mehr zu seinem Arbeitsplatz fahren. Hören Sie doch bitte auf mit dieser Politik. Sie spalten dieses Land damit. Das, was Sie anderen vorwerfen, machen Sie doch genauso an dieser Stelle. Ich habe es befürchtet. Ich meine, Thorsten Schäfer-Gümbel hat Ihnen doch heute Morgen schon einmal etwas in Stammbruch geschrieben. Sie ignorieren das. Sie ignorieren das. Sie werfen anderen Menschen vor, was Sie selbst auch einmal in Ihrer Politik hinterfragen sollten. Das ist ein gut gemeinter Ratschlag. Den konnte ich bisher hier noch nicht so vortragen, weil mir die Redezeit gefehlt hat. Aber jetzt habe ich die Zeit, Ihnen das auch einmal hier so zu sagen, wie wir als Freie Demokraten das sehen. Und ich glaube, wie auch viele Menschen das in diesem Land sehen. Darum habe ich ja gesagt, die Lernkurve bei Ihren Kollegen in den hinteren Reihen, da habe ich noch Hoffnung. Hier vorne merke ich, das war eine richtige Einschätzung von mir, dass das am Ende auch bei Ihnen verfängt, dass man so nicht eine Gesellschaft spalten soll. Wir haben aber weitere Herausforderungen in unserem Land. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die ernst nehmen. Es ist ganz wichtig, dass wir die ernst nehmen. Wir haben eine Situation in unserem Land, dass viele Menschen unser Land nicht mehr als gerecht empfinden, dass sie glauben, dass unser Land auseinanderfällt, dass es immer mehr Reiche gibt und immer mehr arme Menschen, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben abgehängt werden. Und wenn wir das ignorieren, dann wird auch das, neben dem, was ich eben gerade mit den Kollegen der GRÜNEN ausgetauscht habe, auch eine richtig gefährliche Situation für unsere Demokratie werden. Und jetzt ist es so, dass man sagen kann, na ja, wir müssen vielleicht mehr umverteilen. Wir brauchen mehr Geld im Sozialstaat. Wir müssen hier noch einmal 10 Euro mehr den Hartz-IV-Satz um 10 Euro erhöhen. Wir haben die Situation, dass wir annähernd 900 Milliarden Euro für Soziales ausgeben in unserem Land. Bundesrepublik. Fast 900 Milliarden Euro ausgeben für Soziales. Die Ausgaben im Sozialbereich wachsen schneller an als das Wirtschaftswachstum. Das ist auch eine Tendenz, eine Entwicklung, die dauerhaft in unserem Land zu beobachten ist. Dauerhaft. Dennoch sagen viele, viele Bürgerinnen und Bürger, dass dieses Land immer ungerechter wird. Es wird immer ungerechter, obwohl wir immer mehr in diese Umverteilung geben. Immer mehr. Trotzdem sagen immer mehr Bürger, dieses Land wird ungerecht. Wir geben aber, und ich weiß jetzt gar nicht, wer es vorhin gesagt hat, aber wir geben aber nur 127 Milliarden Euro für Bildung aus. Wir geben nur 127 Milliarden Euro für Bildung aus. Und da ist jede neue Kita und jede neue Krippe, die wir eröffnen, zählt als Bildungseinrichtung und wird da mitgerechnet. Sonst würde dieser Betrag in Deutschland relativ geringer werden. Und vielleicht sind viele Menschen in unserem Land gar nicht der Meinung, dass es natürlich ist die Frage von sozialen Transferleistungen eine wichtige Frage. Aber vielleicht sind viele Menschen haben deshalb das Gefühl, abgehängt zu werden, weil es um Chancen geht, die sie nicht mehr sehen, Möglichkeiten, Teilhabe zu haben. Vielleicht geht es den Menschen darum. Vielleicht ist das ein Thema, um das man sich kümmern muss, um das eben wichtig ist für uns, wo wir einfach erkennen müssen, da ist Handlungsbedarf. Und Sie wissen ja, dass ich über 100 Kitas in unserem Land besucht habe. Und nachdem ich das gemacht habe, war mir klar, eigentlich brauchen wir eine Chancengarantie für Kinder in unserem Land. Wir brauchen eigentlich eine Chancengarantie für die Kinder in unserem Land. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie Kinder in der Grundschule haben, ob Sie erlebt haben, wie Sie das, dass ein Lehrer zu Ihnen sagt, ja, ich habe das gesehen, nach einem halben Jahr kann ich Ihnen sagen, ungefähr, wo das Kind hingeht. Und dass die Hessische Landesregierung sagt, wir wollen Sozialarbeiter in die Grundschulen bringen, das freut die Lehrer, weil die nämlich ziemlich unter Druck sind in ihren Schulen. Aber ist es nicht sinnvoller, bereits in den Bereich der frühkindlichen Bildung zu investieren, uns dort zu engagieren, dass die Kinder, die dort sind, die Kompetenzen lernen, damit sie einen Bildungserfolg überhaupt teilhaben können? Ist das nicht der richtige Weg? Ist das nicht, was wir tun müssen? Und da stelle ich fest, Herr Kollege Wagner, dass das, was Sie hier natürlich vorgetragen haben zu dem Thema, überschaubar war. Wir haben wirklich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr intensiv über das Thema Qualität
in der frühkindlichen Bildung in diesem Hessischen Landtag diskutiert. Jede Fraktion hat ihren Gesetzentwurf eingebracht. Wir wissen alle, wo der Handlungsbedarf ist. Man kann doch da nicht einfach in der Koalitionsvereinbarung schreiben, mal gucken, was es aus Berlin gibt, wir legen einen Euro drauf, ohne irgendwie diese Debatte abzubilden, um das ernst zu nehmen, was hier vorgetragen worden ist. Und jedes Kind, und ich kann Ihnen sagen, da mag ja bei den GRÜNEN einer drüber lachen, aber wenn Sie in so eine Kita gehen, wo 80 Kinder sind, und die stellvertretende Leitung sagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, und Sie den Eindruck haben, dass von diesen Kindern die meisten resilient sein müssen, um einen guten Weg im Bildungssystem zu machen. Wenn Sie das sehen und dann sagen, da gibt es nicht einen massiven Handlungsbedarf, dann tut das weh. Dann tut das einem persönlich weh, gerade wenn man auch Kinder hat und sieht, wie unterschiedliche Lebenschancen in unserem Bundesland Hessen verteilt sind und dass es schon in der Kita anfängt, weil die Erzieher nicht genug Zeit haben, die Kinder ausreichend zu fördern. Und Sie können sich hier nicht verstecken als Landesregierung, als wenn Sie das könnten sagen, Sie wüssten nicht, was zu tun ist. Sie wissen genau, was zu tun ist. Es gibt ja auch immer so einen kleinen Schlenker, so eine Zwischenüberschrift, wo man sagt, ja, eigentlich wissen Sie es schon, aber es wird halt nicht konkret. Sie wissen, uns fehlen 7.000 Fachkräfte, um die Qualität in den Kitas umzusetzen. Sie wissen, wir können die nur gewinnen, wenn wir künftig die Ausbildung bezahlen, sonst haben die keine Chance. Sie wissen, es kostet rund 40 Millionen €. Das wissen Sie doch alles. Das ist Ihnen bekannt. Sie wissen auch, um zumindest einmal den Bertelsmann-Schlüssel zu erreichen und damit europäischen Standard an Personalausstattung in unseren Kitas zu haben und sie wirklich zu Einrichtungen der frühkindlichen Bildung machen zu können, brauchen wir ein Drittel mehr Personal in den Kitas. Und Sie wissen auch, dass es rund 700 Millionen € am Ende kostet in der Endausbaustufe. Sie wissen, wir brauchen das Geld nicht gleich, weil wir die Erzieher nicht haben. Das kann aufwachsen. Aber Sie wissen, dass es an dieser Stelle einer der größten Handlungsbedarfe gibt, die wir in unserem Land haben. Und Sie haben dazu eigentlich nichts gesagt. Und das ist ein Versäumnis an den Chancen der jungen Menschen in unserem Land. Beim Bereich Schule, da diskutieren wir jetzt wieder über Notengebung, da diskutieren wir jetzt wieder über Pilotversuche. Wir hatten uns doch eigentlich darauf verständigt, dass wir die Schule auch mal arbeiten lassen wollen, dass wir ihre Selbstständigkeit respektieren, dass wir sie nicht mit zusätzlichen Aufgaben belasten wollen. Wir wissen, dass die Lehrer im Anschlag sind, dass wir nicht genug Lehrkräfte gewinnen. Wir haben doch ganz andere Baustellen in der Schulpolitik als diese. Konzentrieren Sie sich doch einmal darauf, dass die Kinder gute Lernerfolge haben, dass die Lehrer Zeit haben, Elterngespräche zu führen. Das bringt deutlich mehr als 5 Sätze mehr ans Zeugnis angehängt. Geben Sie den Lehrern Zeit, damit sie mit den Eltern reden können und Zeit für die Kinder haben. Das ist eine Priorität für die Bildung in unserem Land. Ich bin mal auf die Erfolge der Wissenschaftsministerin gespannt. Mal schauen, ob sozusagen es mit den Exzellenzinitiativen demnächst besser wird. Aber auch hier ist ein großer Handlungsbedarf. Und der ist nicht nur mit einer Prozentzahl in einem Vertrag zu lösen. Auch hier haben wir Handlungsbedarf in immenser Weise. Auch da finde ich, ist einfach deutlich zu wenig gesagt im Koalitionsvertrag. Da müsste deutlich mehr kommen. Ich will aber, und auch wenn wir heute lange Redezeit haben, ich will trotzdem noch einmal 2, 3 Punkte aufrufen, aus denen ich ableite, dass die Chancengerechtigkeit in unserem Land wirklich langsam, aber sicher zu hinterfragen ist. Im Bereich Bildung, frühkindliche Bildung, habe ich es, glaube ich, deutlich gemacht. Da kenne ich es aus eigener Anschauung und bin auch wirklich unzufrieden, dass hier nichts oder nicht ausreichend passiert. Beim Thema Digitalisierung. Es ist doch mittlerweile in Hessen so, dass der einzige Ort, wo man sicher ist vor Digitalisierung, die hessischen Schulen sind. Die hessischen Schulen sind der Ort in Deutschland oder in Hessen, in dem man noch vor Digitalisierung sicher ist, Herr Kultusminister. Und Sie finden es ja eigentlich noch gut, aber das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg, weil es exklusiv ist. Es exkludiert Menschen und junge Menschen, die nicht, sage ich mal, kompetent an das Thema Digitalisierung herangeführt werden vom Elternhaus, die eben nicht von zu Hause, sage ich jetzt mal, vorbereitet werden auf diese Zeit und diese Welt. Das ist eine Aufgabe, die muss auch in der Schule stattfinden, damit wir sicher sein können, dass die jungen Menschen sich diesen Herausforderungen im Internet auch stellen können. Da muss doch deutlich mehr passieren. Und wenn Sie keinen Zugang haben, auch keinen Zugang, der Ihnen einmal erklärt, was da wirklich passiert im Internet, dann sind Sie vielleicht vielen Themen ausgeliefert, über die wir uns hier dann wieder beschweren. Es kann nicht sein, dass wir die Schulen
nicht zu einem besonderen Ort der Digitalisierung machen. Das ist halbherzig, was ich bei Ihnen lese. Das ist alles viel zu spät. Sie hätten ja auch schon 5 Jahre Zeit gehabt, etwas zu machen. Sie haben unsere Haushaltsanträge dazu alle abgelehnt. Ich glaube Ihnen gar nicht, dass da am Ende in 5 Jahren überhaupt etwas passiert ist. Von daher, Digitalisierung ist auch ein Thema der Chancengerechtigkeit. Wenn Menschen bei dem Thema Digitalisierung ausgeschlossen werden, werden sie in Zukunft nicht mehr an der Teilhabe in unserer Gesellschaft, an den Chancen haben. Digitalisierung, Zugang zur Digitalisierung, das ist auch eine Chancenfrage, der wir Freie Demokraten eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Und da spielt die Schule und die Bildung eine besondere Rolle. Es macht einen Riesenunterschied, wo wir in unserem Land leben. Ob man auf dem Land lebt, wenn man das Pech hat, noch in der Nähe einer Milchkanne, also ohne Internetanbindung, wenn man in der Stadt lebt, in Frankfurt, direkt neben einer S-Bahn-Haltestelle, also in den Genuss von maximaler Mobilität kommt, am besten noch kostenfrei, wenn man dann der richtigen Berufsgruppe angehört. Das ist etwas, was absolut eine Ungerechtigkeit in unserem Land ist. Die Mobilität muss auch in den ländlichen Räumen sichergestellt sein. Es muss sichergestellt sein, dass es dort eine Internetverbindung gibt. Es muss eine Teilhabe und eine Chancengerechtigkeit zwischen Stadt und Land geben. Die haben Sie in den letzten 5 Jahren ganz stark vernachlässigt. Ich glaube auch nicht, dass Sie hier bereit sind, wirklich etwas zu tun. Ich habe jetzt schon 3 Themen aufgezählt: Bildung, frühkindliche Bildung, Schule, Wissenschaft, Zuständigkeit des Landes, Digitalisierung, Zuständigkeit des Landes in den Themen, die ich angesprochen habe, Stadt und Land, Zuständigkeit des Landes, Mobilität lasse ich jetzt einmal außen vor, könnte ich noch Stunden darüber reden. Der Minister ist sowieso nicht da, er hat schon 5 Jahre keinen Lernerfolg gehabt. Ich glaube, da wird sich auch nichts bessern. Aber Thema Energie. Thema Energie. Das ist eines der Themen, wo gewaltige Mengen von Geld jedes Jahr umverteilt werden. Ganz Deutschland war erregt über eine Flat-Tax, also so einen gleichen Steuersatz auf alles. Ganz Deutschland war erregt, einige weniger, wir ein bisschen weniger, andere mehr. Flat-Tax. Was ist denn die EEG-Umlage? Ist nichts anderes als eine Flat-Tax. Das eigene Einkommen spielt keine Rolle. Ein Hartz-IV-Empfänger zahlt 12% seines Hartz-IV-Satzes in diesen Topf. Da gibt es keine Gnade, der zahlt 12% in einen Topf. Genauso in der Endsumme genauso viel wie ein Millionär, ein Landtagsabgeordneter, ein Gutverdiener. Alle zahlen genau die gleiche Summe in einen Topf, weil nämlich jeder in der Regel im groben Durchschnitt den gleichen Strom verbraucht. Mit Fernsehen, Waschen, Kaffee kochen. Ungefähr hat jeder den gleichen Stromverbrauch. Und darum ist das mehr oder minder eine Flat-Tax. Alle zahlen einen Topf, 25 Milliarden von allen Bürgerinnen und Bürgern, ob sie viel Geld haben oder wenig, in einen Topf. Man kann noch eine kleine Unterscheidung machen. Habe ich eine Familie mit vielen kleinen Kindern, habe ich natürlich einen deutlich höheren Stromverbrauch, wie der allein lebt. Also die Familie zahlt eigentlich ein bisschen mehr in diesen Topf ein als der Alleinverdiener, der nicht so viel Strom verbraucht. Also ist es nicht ganz wahr, was ich sage, dass es eine Flat-Tax ist. Die Familie ist halt ein bisschen schlechter gestellt. Die muss mehr beitragen. Das kommt alles in einen Topf rein. Und dann fragt man sich, wer kann eigentlich in den Topf reingreifen? Wer kann eigentlich dieses Geld kriegen? Wer kriegt das Geld? Nur der Mensch, der Geld zu viel hat. Der muss nämlich entweder ein Eigenheim haben, also Eigentümer, nur 40% der Menschen haben Wohneigentum in unserem Land, muss Wohneigentümer sein, und dann kann er sich, wenn er Geld zum Investieren hat, eine Solaranlage aufs Dach machen. Dann kriegt er noch einen steuerfinanzierten Subvention über den Kredit, damit sie günstiger ist, die Anlage, und eine garantierte Einspeisevergütung, die wird bezahlt von diesen 25 Milliarden. Also wenn ich Vermögen habe, kann ich an die 25 Milliarden rankommen, weil ich investiere dann in diese Dinge. Das heißt, jedes Jahr werden in Deutschland von allen, von den Familien ein bisschen mehr, 25 Milliarden an die, die investieren können, umverteilt. Das ist eigentlich, wenn man sich das einmal so überlegt, ein Gesetz, wo man sagen würde, wie konnte das in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich jemals Realität werden? Wie konnte ein Gesetz, das 25 Milliarden Euro von allen an wenige verteilt, wie konnte das Realität werden in unserem Land? Natürlich, grüner Minister hat es sich ausgedacht und hat dieses Gesetz auf den Weg gebracht. Es gibt jetzt 20 Jahre. Dieses Gesetz gibt es jetzt 20 Jahre. Und es wird immer noch dafür gekämpft, dass dieses aus unserer Sicht unfassbar bürokratisches,
das in der Energiepolitik die falschen Anreize setzt und unglaublich unsoziale Gesetz immer noch Bestand hat und hier von den Kollegen der GRÜNEN, die ja immer an Fakten interessiert sind, verteidigt wird. Ich kann Ihnen nur sagen, solange Sie so Politik betreiben, dass Sie Geld einsammeln und dann wieder an andere verteilen, und das zieht sich ja durch ganz viele Baustellen in der Energiepolitik, dann kann ich Menschen verstehen, die sagen, eigentlich ist es doch ungerecht. Eigentlich ist es doch ungerecht, was in unserem Land stattfindet. Alle müssen bezahlen, und einige wenige werden für ihre politische Haltung dann auch noch belohnt und bezahlt. Das ist falsch, liebe Damen und Herren. Jetzt habe ich Ihnen, jetzt mal vier, fünf Punkte, die wichtig sind und die exklusiv in die Gesellschaft wirken, die diese Gesellschaft spalten, die dieses Vermögen in dieser Gesellschaft umverteilen, die Chancen umverteilen. Ich habe nur an ganz wenigen Beispielen Ihnen mal gezeigt, warum könnte es so sein, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft denken, irgendwas stimmt hier nicht. Ich arbeite jeden Tag, ich bemühe mich, ich mache und tue und komme doch irgendwie auf keinen grünen Zweig. Und muss mich dann auch noch schlecht fühlen bei dem, was ich den ganzen Tag tue, weil ich das falsche Auto fahre oder mir eben nur günstiges Essen leisten kann. Das ist etwas, liebe Freunde, wenn wir uns dem nicht entgegenstellen, wenn wir das nicht reduzieren, dann werden wir in weiter schweres Fahrwasser oder in dem schweren Fahrwasser bleiben, in dem wir sind, sondern wir müssen den Aufbruch wagen. Wir müssen Veränderung wagen, und wir müssen an dieser Stelle auch sagen, was falsch gelaufen ist, muss verändert werden, und was wir verändern können, müssen wir auch verändern, um Hessen, und das ist unser Ziel als Freie Demokraten, Hessen zum Chancenland Nummer 1 zu machen. Hessen muss Chancenland Nummer 1 in Deutschland werden. Und es ist nicht schwer. Ich habe die Punkte aufgezählt. Geld ist im Haushalt da. Die Ideen sind da. Viele Fraktionen haben Ideen entwickelt und Gesetzentwürfe eingebracht. Da kann man auch mal gemeinsam etwas auf den Weg bringen. Da kann man auch für die Menschen in unserem Land, für die Chancen, für die Menschen in unserem Land mal etwas gemeinsam auf den Weg bringen. Und ich kann das nur an Sie appellieren. Gehen Sie weg von der Politik, die Sie bis jetzt machen. Wir haben es ja erlebt. Sie haben seit 2015, das sagen Ihnen die Gutachten, die höchsten Steuereinnahmen aller Zeit, einen Sprung an Steuereinnahmen seit 2015. Ein Sprung an Steuereinnahmen, und die Investitionen bei Kommunen und Land gehen regelmäßig zurück in Hessen. Und das ist der völlig falsche Weg. Wir investieren nicht genug in dieses Land und in die Zukunft dieses Landes. Hören Sie damit auf und gehen Sie dahin, wo wir hin müssen, zum Chancenland Nummer 1 in unserem Land. Und wenn ich muss das sagen, wenn ich dann in Ihrem, wenn ich dann Nachhaltigkeit lese, Nachhaltigkeit oder höre in Ihrer Rede, und mir dann überlege, ja, ich habe schon gehört, manche finden eine nachhaltige Finanzpolitik jetzt nicht so sexy. Ich finde, nachhaltige Finanzpolitik ist geboten im Respekt vor der Generationengerechtigkeit. Nachhaltige Finanzpolitik ist absolut wichtig, damit die künftigen Generationen nicht nur einen guten Planeten haben, sondern auch eine Gesellschaft in ihre Chancen, weil das sind auch wieder Chancen, um die es geht. Wenn wir der kommenden Generation zu viel Schulden aufbürden, ist das genauso, als würden wir die Chancen wegnehmen, dass sie auch ihre Zeit und ihr Leben gestalten können. Und wenn ich hier sehe, dass Sie nur vorhaben, 200 Millionen € in dieser Wirtschaftslage im Jahr zu tilgen. Bayern hat erklärt, sie sind 2030 schuldenfrei. Bayern hat eine gute Wirtschaftssituation wie wir, sind Geberland wie wir. Wir geben pro Kopf noch ein bisschen mehr, glaube ich, aber das schwankt ja immer ein bisschen. Das wissen Sie sicher besser, Herr Ministerpräsident. Wir werden 200 Jahre brauchen, um unsere Schulden abzutragen. Die Bayern machen es bis 2030. Ich meine, man muss vielleicht nicht ganz so gut sein wie Bayern. Es wäre schön, wir wären es. Aber dass man sagen, wir machen 200 Jahre und die machen 12 oder 11, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht ein Anspruch an diese Landesregierung sein, wenn man das Wort nachhaltig benutzt. Aber lassen Sie nach dem kurzen Schwenk, weil das mich vorhin echt geärgert hat, doch noch einmal auf das Thema kommen. Wie können wir denn die Herausforderung lösen? Das ist gar nicht so schwer. Wir haben nämlich schon einmal gute Ideen hier gehabt in unserem Land, und die waren unfassbar erfolgreich. Sie haben dieses Land zur größten Freiheit, zum höchsten Wohlstand, zur längsten Friedenszeit geführt, die wir je kannten. Diese unfassbare, tolle Idee der sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft prägt durch zwei besondere Kriterien sich aus. Das erste Kriterium ist, soziale Marktwirtschaft, das erste Kriterium ist, die starken Schultern tragen mehr als die schwachen Schultern. Wenn wir aber jetzt von allen
einsammeln und zu den starken Schultern dann das Geld irgendwie, wenn sie die richtige Gesinnung haben, was rüberschieben, bei den anderen halt nicht, dann unterhöhlt das natürlich auch diese Überlegung, starke Schultern müssen mehr tragen als schwache Schultern. Das Zweite ist, er hat das so schön gesagt, Wohlstand für alle. Das ist das Versprechen für den sozialen Aufstieg für jeden Bürger in unserem Land. Die Chance für den sozialen Aufstieg, wenn er sich anstrengt, muss jeder Bürger in unserem Land die Möglichkeit zu sozialem Ausstieg haben. Das heißt, Chancenland Hessen garantiert uns die schönen Seiten der sozialen Marktwirtschaft. Wenn wir uns diesem Prinzip verpflichtet fühlen, müssen wir den Vorschlag von uns aufnehmen, Chancenland Nummer 1 zu werden. Dann werden wir auch aus dieser Spaltung der Gesellschaft wieder herauskommen. Es gibt ja den schönen Satz, der uns als Freien Demokraten immer gut gefällt, Leistung muss sich wieder lohnen. Der greift fast zu kurz. Leistung muss sich nicht nur lohnen, sie muss auch mit sozialem Aufstieg belohnt werden. Das ist das, was unsere politische Forderung ist und für die wir hier auch im Hessischen Landtag streiten. Wie können wir das erreichen? Wir haben das ja schon mehrfach deutlich gemacht, dass wir hier auch konzeptionell gearbeitet haben und Ihnen die auch vorgelegt haben. Es ist ja nicht so, dass wir uns als Opposition verstehen, die einfach alles negativ darstellt, was die Regierung tut. Es gibt momentan nicht so viel Positives, vielleicht wird es ja besser. Aber wir haben ja auch konkrete Vorschläge gemacht, konkrete Vorschläge, was wir tun müssen, um dieses Land für 2030 fit zu machen. Warum haben wir eine Agenda 2030 gefordert? Es klingt ja auch in Ihrem Koalitionsvertrag kurz an. 2030 ist für uns in Hessen ein besonderes Datum. Das sind nur noch 11 Jahre. 2030 werden wir nur noch gut 3 Millionen Menschen haben, die in Hessen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Jetzt sind es über 3,5 Millionen. Das heißt, über 10%, fast 15% Menschen weniger, die dem Arbeitsmarkt in Hessen zur Verfügung stehen. Wir haben heute keine Erzieher, keine Altenpfleger. Wir haben heute, das Handwerk beklagt sich, wir haben nicht ausreichend Ingenieure. Wir haben heute schon einen unfassbaren Fachkräftemangel, der jetzt schon Auswirkungen aufs Wirtschaftswachstum hat. Wenn ein mittelständischer Betrieb keinen Entwicklungsingenieur mehr findet und stellt den nicht mehr ein, dann kann dieser Betrieb sich nicht weiterentwickeln, nicht innovativ sein. Dann wird dieser Betrieb, nachdem sozusagen seine Laufzeit abgelaufen ist, dann wird er einfach verschwinden. Das werden wir statistisch gar nicht mehr merken. Das sind Auswirkungen vom Fachkräftemangel. Das sind einfach Auswirkungen, die vor uns liegen, denen wir uns stellen müssen. Und die werden in besonderer Weise 2030 eben deutlich. Wir wissen statistisch, wann diese absolute Veränderung bei der Frage, wie viele Menschen stehen im Arbeitsmarkt zur Verfügung, deutlich werden. Und wir wissen auch, dass 2030, darum haben wir auch genau dieses Datum genommen, künftig zwei Arbeitnehmer nur noch einen Rentner bezahlen. Das wird auch 2030 passieren. Also wir werden ganz wenige Menschen nur noch haben, deutlich weniger Menschen als heute. Die Arbeitsagentur sagt uns, bei 1,5% Wachstum bräuchten wir eigentlich 60.000, 70.000 Menschen mehr, um dieses Wachstum überhaupt abbilden zu können. Also wir brauchen massives Wirtschaftswachstum, obwohl die Menschen weniger werden. Wir brauchen mehr Geld für die sozialen Sicherungssysteme, weil immer mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, aber natürlich noch Anspruch auf Altersversorgung haben. Wir haben ein steigendes Bedürfnis natürlich auch an guter Teilhabe in unserer Gesellschaft. Wir haben also ein Delta, das jetzt wirklich in 11 Jahren, nicht irgendwann, sondern in 11 Jahren vor uns liegt. Und dann werden in 11 Jahren, in zwei Legislaturperioden, werden hier dann Leute stehen, die sich mit diesem Problem rumschlagen. Und hoffentlich wird dann keiner sagen, ich habe es ja gar nicht gewusst, wo kommt das jetzt her? Wir wissen das und wir haben Vorschläge gemacht. Sie können die gerne in unserer Agenda 2030 mal nachlesen. Dazu gehört es, dass man eine vernünftige Wirtschaftspolitik macht. Dazu gehört es, dass man die Digitalisierung als Chance begreift. Weil wenn wir nicht mehr Wertschöpfung erzeugen können, wenn Menschen dann eben, und wenn sie in den Betrieben waren, wenn dann eben nicht nur einer zwei Maschinen führt als Maschinenführer, sondern vier, und das kann Digitalisierung leisten, wenn dann eben Menschen, die heute 150.000 Menschen, die als Kraftfahrer unterwegs sind, vielleicht für andere Berufsfelder zur Verfügung stehen. Das kann Digitalisierung leisten. Wir brauchen all die Menschen. Uns werden die Jobs nicht ausgehen. Und wir haben nicht die Chance, dass wir irgendwo aus Europa die Menschen zu uns kommen und diese Lücken füllen. Weil in Frankreich, in Spanien, in Italien haben die das gleiche demografische Problem wie bei uns. Das wird uns nicht retten. Also nicht wie bei der Energiedebatte, irgendwie in Brüssel kommt der Strom her. Nein, wir müssen selbst Lösungen finden. Das heißt, wir müssen unser Land fit machen in Bildung,
Es dürfen alle jungen Menschen müssen leistungsfähig sein, damit sie dann später auch etwas beitragen können zu ihrem Lebensunterhalt. Wir müssen die Digitalisierung fit machen und die Wirtschaft fit machen. Und diese Schwerpunkte wiederholen wir, haben wir im Wahlkampf wiederholt, wir wiederholen sie hier im Plenum. Wir müssen in Bildung investieren, wir müssen in Digitalisierung investieren, wir müssen wirtschaftlich innovativ sein, und wir brauchen einen handlungsfähigen Staat. Was bedeutet denn ein handlungsfähiger Staat? Nicht immer mehr Vorschriften, die dann gar nicht von der Verwaltung auch durchgesetzt werden können. Weil dann ist es nämlich wieder Willkür. Ich lebe in einem Landkreis, da wird die Bürokratie durchgesetzt, und ich lebe in einem Landkreis, da wird sie eben nicht durchgesetzt. Dann habe ich halt Pech gehabt, wenn ich in einem Landkreis lebe, in dem dann diese Regeln exekutiert werden. Ich brauche eine handlungsfähige Verwaltung, die überall in Hessen gleichmäßig Recht und Gesetz durchsetzen kann, die kompetent besetzt ist. Ich muss mir heute Gedanken machen, wie kann ich überhaupt noch Personal gewinnen für die Landesverwaltung? Weil wenn wir in wenigen Jahren natürlich auf dem Arbeitsmarkt eine große Konkurrenz haben, ich weiß nicht, ob dann jeder sagt, ach, ist ja toll, dass ich in der Landesverwaltung arbeiten kann. Da muss ich auch als Landesverwaltung attraktiv sein. Ich muss ein attraktiver Arbeitgeber sein. Das heißt, ich muss sowohl bei der Frage Homeoffice, bei der Frage Einsatz von digitalen Medien, die die Menschen dann gewohnt sind, all dem muss ich doch Rechnung tragen. Ich muss auch effizienter werden, nicht weil ich Leute loswerden will in der Verwaltung, weil ich gar keine mehr finden werde. Das ist etwas, was uns endlich einmal klar werden muss. Wir werden einen anderen Arbeitsmarkt kriegen. Wir haben einen anderen Arbeitsmarkt. Wenn der Wirtschaftsminister hier vorgeht und sagt, super, wir haben so niedrige Arbeitslosenzahlen, dann müsste er sagen, aber ich weiß, dass es noch kein so gutes Zeichen ist, wie ich mir das eigentlich wünsche, weil eigentlich muss ich schauen, wie sieht es mit dem Fachkräftemangel aus. Weil die Frage, mit der wir uns künftig auseinandersetzen werden, ist nicht mehr die Frage der Sucharbeitslosigkeit oder der Menschen, die aus privaten, multiplen Problemen vielleicht keine Arbeit aufnehmen können, die wir unterstützen müssen, sondern die Frage wird sein, wie gewinnen wir überhaupt noch Fachkräfte für unsere Wirtschaft, damit wir die ganze Veranstaltung bezahlen können. Und wir Freie Demokraten fordern Sie auf, diese Landesregierung, verschwenden Sie keinen Tag, verschwenden Sie nicht wieder 5 Jahre, um diese Herausforderung nicht zu schultern und aufzunehmen. Das ist meine Bitte und meine Forderung an Sie. Und ich habe es gesagt, Sie sind eine Schönwetterregierung. Ohne Schönwetter gibt es Sie nicht. Sie sind auf Bewährung, und Sie machen eine Fortsetzung der alten Politik 1:1. Eine Fortsetzung der alten Politik 1:1 mit deutlich mehr Grün. Mit deutlich mehr Grün. Und Sie kriegen von uns keine 100 Tage. Wir erwarten von Ihnen sofortiges Regierungshandeln im Sinne dessen, was ich Ihnen vorgetragen habe. Nehmen Sie die Herausforderungen wahr. Sie können hier nicht die Hände in den Schoß legen. Es hat sich ja eh nicht viel geändert hier. Machen Sie endlich Ihre Aufgaben. Wir werden Sie vom ersten Tag an fordern. Das werden Sie morgen schon erleben. Vielen Dank.